Hi, ich bin Gray Young, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute ist der Tag der Tage. Hier kommt das ultimative FAQ zum Thema Haartransplantation. Doch bevor es losgeht, ihr kennt es, noch eine ganz kurze Werbesequenz in eigener Sache. Abonnieren! Erst einmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Über Instagram, I am Gray Young. Bei Instagram, Klassiker. Songi Songet, bitteschön. Ich wollte jetzt fragen, ob ich dich nicht abholen soll. Das wäre natürlich gigantisch. Du rufst auch gerade an, ich habe gerade angefangen, mein Video aufzunehmen. Du bist jetzt quasi mittendrin. Ja, dann sei doch so um 7 da, das passt doch. Alles klar, bis gleich. Okay, tschüss. So. Sorry, da sieht man mal wieder, es ist alles live und nichts gestellt. Ich gehöre in Avengers Endgame. So. Also, ich wollte sagen, vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die ihr mir gestellt habt über Instagram. Wer mir noch nicht dort folgt, ne, gerne folgen, follow hier, I am Gray Young. Aber auch unter meinen YouTube-Videos oder manche haben mir auch per E-Mail ihre Fragen mitgeteilt. Und ich habe sie alle mal aufgeschrieben. Es sind echt viele geworden. Ich habe sie mir alle auf so einem Zettel notiert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich habe jetzt überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich die unterteilen? Bilde ich so Unterkategorien? Mache ich für jede Kategorie nochmal ein extra Video? Dann habe ich mir immer gedacht, okay, erstens wäre das nochmal mehr Arbeit gewesen. Und ich bin ja erstmal latent faul. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es einfach spannender, wenn man gar nicht weiß, was jetzt die nächste Frage ist. Und vielleicht bleibt man deswegen auch einfach länger dran. An dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, ich bin ja auch kein Arzt. Ne? Das heißt, ich gebe keine Gewähr auf die Infos, die ich euch hier mitteile, ja? Weil ich eben kein Arzt bin, sondern ich teile euch lediglich mit, was meine Meinung und meine Einschätzung und meine Erfahrung zu den verschiedenen Fragen ist. Also, ne? Ich bin kein Arzt. An dieser Stelle sei aus rechtlichen Gründen dann nochmal ganz klar darauf hingewiesen. Nicht, dass ich noch ins Kittchen komme hier. Ja, das heißt, ich werde jetzt einfach mal starten und ich bin auch gespannt, ob ich alle Fragen noch beantworten kann. Also natürlich habe ich, als ich die aufgeschrieben habe, mir schon überlegt, habe ich dazu ein Know-how im Kopf oder nicht? Und eigentlich sieht es ganz gut aus. Also, erste Frage. Lassen sich auch Fremdhaare einpflanzen? Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht oder Antwort auf diese Frage. Die schlechte Antwort ist nein, Fremdhaar geht nicht, weil die werden quasi vom Körper abgestoßen. Aber man kann andere Haare benutzen. Also, ja, aus Spaß wurden mir schon viele dumme Kommentare an den Kopf geknallt, nach dem Motto, ja, hast du da die Schamhaare genommen? Nein, könnte man aber. Idealerweise nimmt man natürlich die Haare hier hinten, aber man kann auch Brusthaare nehmen oder Rückenhaare. Weil wir Männer kriegen ja leider auch manchmal dort Haare, wo man sie gar nicht gebrauchen kann. Das heißt, wer einen ganz behaarten Rücken hat, der kann sich in dem Fall auf die Schulter klopfen, denn auch die Rückenhaare könnte man transplantieren. Aber erstmal nimmt man immer alles das, was man hier hinten so findet. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Zweite Frage. In welchem Alter ist eine Haartransplantation sinnvoll? Oder ab welchem Alter? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja immer gedacht, dass man erstmal schon ein gewisses Alter überschritten haben sollte, weil man dann ja schon weiß, wie, in welche Richtung geht der Haarausfall. Ne? Also manche bekommen ja quasi die klassischen Geheimratsecken, wie das bei mir der Fall war. Andere, bei denen wird es erst hier hinten auf dem Hinterkopf lichter. Da gibt es ja unterschiedlichste Zustände. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, auch in jüngeren Jahren, also ich sag mal, so 18 bis 25 schon eine Haartransplantation zu machen. Es kommt halt immer nur darauf an, dass man erstmal auch die Haarsituation erfasst und auch abklärt, was der Grund für den Haarausfall ist. Ist es halt genetisch oder liegt eine Krankheit dahinter? Und natürlich sollte man sich auch gerade in jungen Jahren auch die Eltern anschauen, also den Vater oder auch die nächste Generation, den Vater oder auch die darauffolgende Generation. Das heißt, wenn ihr noch jung seid und ihr habt das Gefühl oder es quält euch, dass ihr Haarausfall habt oder Geheimratsecken, dann könnt ihr dann auch schon was tun. Wichtig ist nur, dass ihr dann vielleicht Fotos mitnimmt zum Arzt, zum Erstgespräch, wo man halt sieht, wie war es bei dem Vater, beim Großvater oder beim Urgroßvater. Das auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich ne, gibt es kein zu junges Alter, es gibt auch kein zu altes Alter. Also ich bin jetzt ja knapp über 40 und mir wurde gesagt, dass man schon davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht mehr schlimmer wird. Trotzdem nehme ich ja auch prophylaktisch
mein minoxidilhaltiges Präparat, meine Lösung, damit der Haarausfall nicht fortschreiten würde. Ja, da kommt aber wahrscheinlich später nochmal eine Frage. So, 10 Minuten später, wir haben gerade mal 2 Fragen hinter uns. Das wird wahrscheinlich das längste Video ever auf meinem Kanal. Whatever. So, kann man mit der Haartransplantation Geheimratsecken auffüllen? Aber ja, selbstverständlich, denn genau das habe ich ja gemacht. Ne? Schaut einfach in meiner Videohistorie, da gibt es mittlerweile ja schon einiges an Videos dazu. Wie oft kann man sich behandeln lassen? Also, es ist so, im Prinzip gibt es da ja gar keine Grenze nach oben. Also, wenn jemand so toll, geil darauf abgeht, sich ständig transplantieren zu lassen, kann er das tun. Die Frage ist nur, irgendwann ist kein Spendermaterial mehr da. Und dann kann man natürlich noch die Brusthaare nehmen oder die Rückenhaare oder die von weiter unten, theoretisch. Aber hier hinten ist halt irgendwann Schluss und man kann auch nicht, also beim ersten Mal, also ich habe ja auch 2 Haartransplantationen gemacht, einfach um eine ideale Dichte zu erzielen. Weil wenn man die ganz dicht aneinander setzt oder zu dicht beim ersten Mal, dann kann es sein, dass die Haarfollikel nicht genügend Nährstoffe bekommen und die Haare erst gar nicht anfangen zu wachsen. Das heißt, auch dort ist man von Nature her, von der Natur her, auch reglementiert, wie eng man die Sachen setzen kann. Insofern kann man auch nicht beliebig viele Haare auf ein bestimmtes Areal setzen, weil irgendwann ist einfach Schluss. Aber natürlich, also angeraten ist, mindestens 2 Haartransplantationen zu machen, um ein ideales Ergebnis zu erzielen. Manchmal, natürlich im fortschreitenden Alter, wenn der Haarausfall fortschreitet, kann man natürlich auch noch eine dritte und eine vierte machen, insofern man Spendermaterial hat. Ist ein Ist eine Haartransplantation auch für Frauen sinnvoll? Aber natürlich, also es gibt ja auch Frauen, die vielleicht mal eine Narbe haben, wo kein Haar wächst, oder aber die eine hohe Stirn haben und der Haaransatz relativ weit oben ist. Auch dort kann man mit der Haartransplantation quasi den Haaransatz nach unten verlagern. Ja, also auch das ist natürlich möglich und das ist quasi für Männer genauso gut wie für Frauen. Wie hoch sind die Kosten für eine Haartransplantation? Also, da gibt es große Unterschiede. Wenn man in die Türkei geht, und bei YouTube gibt es ja einiges an Videomaterial auch, wo Leute, Menschen, Personen ihre Haare in der Türkei haben transplantiert lassen. Ist das ein vollständiger Satz? Bekommen. Also ihr wisst, was ich meine. Also es geht auch, und ich denke mal, für meinen Haarstatus wäre man wahrscheinlich in der Türkei, wäre ich da so mit 2.000 Euro hingekommen. Ich habe ja in Deutschland das machen lassen. Das Video verlinke ich auch nochmal in der Infobox, den ersten Teil. Ohne hier nochmal Werbung zu machen für das Institut. Und dort muss man schon so zwischen 5.000 und 6.000 Euro rechnen. Wenn man meinetwegen zu der Praxis gehen möchte, wo Jürgen Klopp sich seine Haare hat transplantieren lassen, dann kann man allerdings auch schon wieder weitaus mehr Geld hinblättern. Dann sind nämlich schon über 10.000 Euro fällig. Weil ich hatte ganz zu Beginn mir mehrere Angebote eingeholt, auch bei einer Klinik in Dortmund und unter anderem auch bei der, die Jürgen Klopp behandelt hat. Und die Preisspanne, die ist wirklich krass. Also von, wie gesagt, knapp 2.000 Euro hoch bis über 10.000 Euro. Also man kann natürlich dort schnell schon viel Geld lassen. Wer sich jetzt fragt, warum ich das nicht in der Türkei habe machen lassen, mir ging es so ein bisschen auch um das Gefühl, was ich habe. Und ich meine, ich wohne in Deutschland, ich spreche die deutsche Sprache sehr gut und mir war einfach wohler dabei, auch in Deutschland dieses Vorhaben umsetzen zu lassen. Und ich verurteile aber in keinster Weise die Leute, die in die Türkei dafür gehen. Weil natürlich haben die auch hochmoderne Kliniken und auch tolle Ärzte, die das auch machen. Bei mir war es mehr so, nee, ich wohne in Düsseldorf, ich will es auch in Düsseldorf machen. Und ja, das war halt meine Entscheidung. So, ist eine Haartransplantation auch bei einer Vollglatze sinnvoll? Da kann man diese Antwort wieder nutzen, kommt drauf an. Die Frage ist immer, wenn man einen relativ großen Kopf hat und man hat dort kaum Haare oder schon eine Vollglatze und man stellt fest, dass das Spendermaterial dazu nicht ausreicht und vielleicht man keine Rückenhaare hat oder zu wenig Brusthaare und man einfach nicht genügend Haare hat, um die Fläche quasi ja, zu transplantieren, damit man ein gutes Ergebnis bekommt, dann sind da natürlich auch Grenzen. Und dann würde ich auch davon abraten, weil man hat ja nichts davon, wenn man dann quasi ne, vereinzelt flächendeckend Haare hat, das aber immer irgendwie scheiße aussieht, ja, man halt komplett durchgucken kann. Also man kann nicht sagen, dass auch eine Vollglatze geeignet ist, transplantiert zu werden. Dann gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten hinsichtlich eines Toupets, die mittlerweile ja auch krass geworden sind, die man halt wirklich kaum erkennt. Und es gibt ja noch andere Methoden, wie auch so eine Haarpigmentierung, wo quasi so Punkte auf die Kopfhaut tätowiert werden, was dann aussieht, als hätte man seine Haare kurz geschoren, hätte aber noch Haar. Also die wachsen würden, wenn man sie denn ließe. So,
Ich habe so einen leichten Hang, zu viel zu sagen zu jeder Frage. Dann wird das ja nie was. Mit einem kurzen Video. Also, kann eine HT, also steht für Haartransplantation, auch Narben verdecken? Ja, das ist auf jeden Fall, kann man das. Das heißt, wer hier eine Narbe hat, Saskia, ne, wenn du das Video siehst, man kann theoretisch, du hast es aber nicht nötig, wenn man eine Narbe hat, natürlich dort auch Transplantate reinsetzen und somit würde auch auf der Narbe dann Haare wachsen. Das geht. Welche Vorteile und Chancen hat eine HT? Also, da kann man vielleicht ein extra Video zu machen. Also in aller Kürze. Die Vorteile sind natürlich im Vergleich zu einer Haarpigmentierung oder einem Toupet. Das ist natürlich echtes Haar ist. Also man kann es waschen, man kann dran ziehen, es fällt auch nicht mehr aus und man muss es auch nicht weiter irgendwie nachbessern lassen. Ein Toupet muss ich nach einer bestimmten Zeit wieder abnehmen, den Kleber neu drauf machen lassen. Wie immer ist gerade die Batterie leer gegangen von meinem Mikrofon. Habe ich jetzt ausgetauscht. Welche Risiken gibt es bei einer Haartransplantation? Was sind die Nachteile? Also, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es Wundheilungsstörungen gibt nach einer Haartransplantation. Ich meine, wenn man, sag mal, 3000 Schlitze hinten und vorne bekommt oder 3000 kleine Wunden hat, gibt es natürlich ein Risiko, dass das mit der Wundheilung nicht ganz so glatt läuft. Da gibt es auch unschöne Sachen, die passieren können. Aber es wird ja alles getan, um das Risiko zu minimieren. Bei meinen zwei Haartransplantationen, die ich hatte, ist ja alles Bombe verlaufen. Man nimmt ja auch ein Antibiotikum an dem Tag der Haartransplantation ein, ne, um das halt ganz, ganz minimal zu halten, das Risiko. Aber es ist eine Operation und für jede Operation hat sie natürlich auch Risiken. Es kann natürlich auch sein, dass sag ich mal, das Ergebnis der Haartransplantation einen nicht überzeugt. Vielleicht auch einfach, weil man sich so krass auf das Thema eingeschossen hat, dass man auch nie zufriedengestellt werden wird. Auch diese Gefahr habe ich bei mir selber festgestellt, weil der Anspruch einfach immer höher wird. Auch das ist natürlich ein Risiko. Ja, ansonsten kann es natürlich passieren, dass man hinten, wo die Haare einzeln rausgenommen werden, dass man dort unschöne Narben hat, die auffällig sein könnten, insbesondere wenn man das Haar zu kurz trägt. Natürlich ist das auch ein Risiko, dass man vielleicht den finanziellen Invest unterschätzt und man dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Monate nur von Wasser und Brot leben muss. Aber das kann man natürlich alles ganz genau kalkulieren. Ja. Wann hat man sein vollständiges Ergebnis? Also, man sagt immer, dass ab dem Zeitpunkt, wo die OP vollzogen ist, dass es quasi Pi mal Daumen 12 Monate dauert, bis man das Endergebnis beurteilen kann. Und dann weiß man auch, ob es jetzt quasi, ob man schon am Ziel ist oder ob man nochmal nachlegen muss. Also ne, bei mir war eine zweite notwendig, auch weil ich einfach ein ideales Ergebnis haben wollte. Die ersten Haare wachsen ja so ab dem zweiten, dritten Monat nach einer Haartransplantation. Dann kommt erst so ein kleiner Flaum, so ein bisschen Babyflaum, dann werden sie halt immer dicker und dichter. Und wie gesagt, nach 12 Monaten weißt du, woran du bist. Nächste Frage, mir ist schon ganz schummerig im Kopf. Nächste Frage. Sieht das Umfeld, dass man eine Haartransplantation hatte? Also man muss dazu sagen, es gibt da zwei Methoden einer Haartransplantation. Die eine Methode, die FUT-Methode, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, ist die, wo ein gesamter Hautlappen hier rausgeschnitten wird. Dafür muss man die Haare auch gar nicht abrasieren, sondern dann wird quasi nur das Areal rasiert, wo man diesen Hautlappen entnimmt und dann wird dieses Areal auch wieder zugenäht. Und dafür muss man sich auch nicht den kompletten Hinterkopf abrasieren, sondern nur das Areal. Das heißt, wenn man längere Haare hat, werden die hochgenommen, dann nimmt man diesen Lappen hier raus, dann ne, wird es vernäht und irgendwann kann man die Haare wieder drüber fallen lassen und das ist nicht so auffällig. Aber natürlich, auch bei der anderen Methode, bei der FUE-Methode, wo die Haare einzeln rausgenommen werden, muss man natürlich die Haare komplett kurz abrasieren. Und auch bei mir wurden ja der komplette Kopf komplett rasiert. Das macht es auch einfach einfacher für den gesamten Prozess und das nimmt natürlich das Umfeld wahr. Wenn man vorher lange Haare hatte und dann auf einmal eine Glatze, ist das schon eine krasse Geschichte, weil man dann ja direkt an Britney Spears denkt, als sie ihren Mental Breakdown hatte. Ich zum Beispiel. Insofern kann man das ja nicht verheimlichen, aber ich bin da sehr, sehr offen und mit umgegangen und habe es ja auch direkt im Vorfeld schon gesagt, Leute, da passiert was. Und wenn man das macht, ist glaube ich eh meine Empfehlung, gar nicht groß verheimlichen, einfach sagen, wie es ist und dazu stehen. Und ganz im Ernst, ich meine, eine Haartransplantation ist ja nicht so, als würde man auf einmal irgendwie, keine Ahnung, über andere peinliche Sachen sprechen. Es sind ja nur Haare. Insofern, das Umfeld wird es schon mitbekommen. Der Haarausfall durch die Haartransplantation gestoppt.
Ganz klares Nein. Der Haarausfall wird nicht gestoppt. Das Einzige, wovon man fest ausgehen kann, und da geben die Institute, die das durchführen, auch eine Garantie drauf, dass die Haare, die von hier umverteilt werden in diese Bereiche, dass die auch ein Leben lang dort auch bleiben. Das heißt, dort wird nichts mehr ausfallen. Aber wenn die genetischen Informationen von den Haaren, die dann hier sind, ja, in den Haarfollikeln, dem Haar sagt, du musst bald ausfallen, dann werden sie auch ausfallen. Dagegen hilft die Haartransplantation nicht. Und deswegen ist es auch angeraten, dass man gleichzeitig auch prophylaktisch etwas tut. Zum Beispiel, und das Video verlinke ich nochmal direkt, entweder hier oder in der Infobox, sollte man auch ein minoxidilhaltiges Produkt nehmen. Eine Lösung, die man morgens und abends aufträgt. Einfach um das zu verhindern. Was muss vor einer HT beachtet werden? Also wenn man sein Erstgespräch hatte, wird man auch darauf hingewiesen, was man alles zu beachten hat. Also man sollte sich natürlich schon mal mit dem Arzt darüber unterhalten, wie die ideale Haarlinie aussieht. Da sollte man sich auf diesen auch ruhig verlassen, aber man kann natürlich auch eigene Wünsche auch anmerken. Da es eine OP ist, sollte man tunlichst vermeiden, vorher viel zu rauchen. Man sollte, ich glaube, auch eine Woche lang kein blutverdünnende Medikamente nehmen, also kein Aspirin zum Beispiel. Und das sind so die Kleinigkeiten. Ja, und dann, das war es eigentlich auch schon. Kann man auch Haare am Oberkopf Tonsur auffüllen? Genau, also man kann natürlich auch hier Haare transplantieren. Eine Sache zu beachten, dass natürlich in diesem Bereich ist die Durchblutung krass stärker als jetzt in diesem Bereich oder noch weiter am Hinterkopf. Das heißt, man kann auch hier Haare transplantieren. Mitunter dauert es in diesen Stellen aber auch länger, bis so die ersten Haare raussprießen. Ja, und vielleicht ist auch die Quote, ne, die, wo die Haare nicht anwachsen, vielleicht etwas höher als jetzt in diesem vorderen Bereich. Aber grundsätzlich kann man auch Oberkopfhaare transplantieren. Ich muss mir erstmal einen Schluck Wasser holen. Also ich bin schon dermaßen ausgetrocknet. So. Wann ist eine Haartransplantation nicht sinnvoll? Also, das hatte ich ja vorher schon mal kurz gesagt, wenn die Glatze schon wirklich krass ausgeprägt ist und es abzusehen ist, dass man nicht genügend Spendermaterial hat, um diese zufriedenstellend aufzufüllen, dann würde ich einfach davon abraten. Oder auch jeder Arzt, der gut ist und nicht nur Kohle machen will. Dann, auch wenn man vorher nicht abgeklärt hat, welchen Grund dem Haarausfall zugrunde liegt, sollte man erstmal die Haartransplantation nicht machen lassen. Weil wenn es nicht die klassische Alopezie ist, sondern vielleicht krankhafte Beweggründe hat, dann muss man die erstmal abklären. Und dann sollte man tunlichst auch erstmal seine Haare nicht transplantieren lassen, sondern erstmal quasi beim Arzt abklären lassen, warum hat man Haarausfall. Sobald der Grund klar ist und der nicht krankhafter Art ist, dann kann man das Problem auch beseitigen. Was direkt nach einer HT? Was direkt nach einer HT? Die Frage sollte so heißen, worauf muss man direkt nach einer Haartransplantation beachten? Muss man jede Menge beachten. Also, man muss erstmal den Bereich schonen. Man sollte in einer höher gelagerten Position schlafen. Und auch erstmal, ich sag mal, die ersten 3, 4, 5 Tage auch immer auf dem Rücken. Im Idealfall legt man sich so eine Nackenrolle noch hin, weil man tunlichst vermeiden muss, dass zum einen auch an den beiden transplantierten Arealen, wo die Haare rausgerupft wurden, ja, dass man dort nicht sich krass drauflegt und hin und her bewegt, weil das auch nicht gut für die Wundheilung ist. Aber ganz insbesondere darf man nicht den Fehler machen, dass man dann schon von Anfang an so auf der Seite schläft und womöglich dann mit dem Kopfkissen die Fasern vielleicht an Haar oder Haare dann mitnehmen und ausreißen und dass dann danach gar keine Haare mehr wachsen. Also da sollte man tunlichst drauf achten und sich auch ganz, ganz, ganz penibel an die Anweisungen des Arztes halten. Das habe ich auch gemacht. Und man sollte sich auch einfach mal Ruhe gönnen, weil man bekommt ja, bei meinem Fall, bei der ersten wurden ja 1600 Haare hinten rausgerupft, also rausgebohrt. Man hat schon mal hier hinten 1600 Verletzungen und die wurden dann ja auch wieder vorne eingesetzt. Das heißt, hier wurden auch wieder bei der ersten 1600 Schlitze gesetzt. Das heißt, man hat dann 1600 mal 2, 32 ergibt das, meine ich, 3200 Verletzungen. Und das muss der Körper erstmal wieder, da muss damit klarkommen und dafür braucht er Ruhe. Das heißt, man sollte sich auch die Zeit gönnen, sich zu regenerieren. Das auf jeden Fall, sich gesund ernähren. Und ich habe ja auch gesagt bekommen, ich soll frischen grünen Tee trinken. Daran habe ich mich auch gehalten. Ich habe so Ananas-Enzyme genommen, um die Abschwellung quasi und den Wundheilungsprozess zu fördern.
Und man hat am Anfang ja auch so ein Haarband, was bewirken soll, dass die ganze Natriumchloridlösung, die man hier hinten in den Kopf reingepumpt bekommt, dass die dann nicht hier oben über die Augen ins Gesicht absackt und abfließt, weil das sieht nicht so schön aus. Darauf muss man auch noch achten. Aber ansonsten heißt es einfach, keine körperlichen Belastungen, natürlich kein Sport, 4 Wochen lang keine Sauna, keine direkte Sonneneinstrahlung, man muss auch warten, bis man mal eine Kappe tragen kann. Einfach behutsam und achtsam mit seinem Kopf und dem neu wachsenden Haar auch umgehen. Das heißt erstmal auch nicht mit dem Rasierer rasieren, sondern auch dem Haar mal Zeit geben. Gibt es Narben im Spenderbereich? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn die Haartransplantation und auch die Entnahme hinten gut gemacht wird, sieht man nahezu nichts. Bei mir ist es so, also ich kann mich gerne nochmal versuchen, da so hinzudrehen. Ich bin ja jetzt auch schon einige Wochen, ist es ja her, dass ich beim Friseur war. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn das Haar länger ist wie jetzt, sieht ein bisschen unschön aus, weil ich habe gerade noch kurz Nickerchen gemacht, sieht man es eigentlich gar nicht. Wenn man natürlich dann, sag ich mal, die Haare hier hinten auf 0,5 mm anrasieren lässt, wie das so bei modischen Haarschnitten der Fall ist, dann, wenn man ganz genau hinguckt, wird man schon einzeln so Punkte sehen. Aber auch das ist eigentlich nur für jene sichtbar, die sich mit dem Thema auskennen. Aber wenn man natürlich mehr und mehr Haare von hier hinten nimmt, umso sichtbarer wird das auch. Und da muss man einfach auch aufpassen, dass man dann am Ende nicht den Fall hat, dass man hier geil aussieht und hier hinten wie so ein Schweizer Käse, ne? Also komplett durchlöchert. Da muss man aufpassen, aber wenn das gut gemacht ist und nicht zu krass hier hinten die Haare entnommen werden, dann passiert ja eigentlich nichts. Und das ist auch noch so ein Punkt, weil oftmals auch in der Türkei, ich sage das mal so, wie es ist, wird ja auch damit geworben, dass möglichst viele Grafts verpflanzt werden. Und man muss sich halt vorstellen, wenn in einer Sitzung hier hinten mega krass viele Transplantate rausgebohrt werden, verliert man auch irgendwann den Überblick, wo man noch was rausnehmen kann und wo nicht. Und dann ist die Gefahr wieder größer, dass man dort zum Schweizer Käse mutiert. Und dann kommt es natürlich darauf an, diese Methode, ne? Weil es gibt FUE und FUT. Und FUE, das kann man sich merken, werden die Haare einzeln rausgebohrt. Da behält man erstmal, wenn es gut läuft, keine Narben, beziehungsweise nur minimal sichtbare. Bei der FUT-Methode, wo ein ganzer Hautlappen entnommen wird, dort hat man natürlich eine Narbe. Das bleibt nicht aus, weil die auch genäht werden muss. Wachsen alle Haare an? Also, alle Haare werden nicht anwachsen, aber nahezu alle. Und das variiert so zwischen 95 bis so 98% der Haare, die transplantiert werden, wachsen auch an. Aus welchen Körperteilen können Haare für die Haartransplantation genutzt werden? Wie schon gesagt, es kann kein Fremdhaar genutzt werden, aber es können Haare von der Brust umverteilt werden, es können Haare vom Rücken, es könnten wahrscheinlich auch Haare, wenn man einen behaarten Pöppes hat, kann man wahrscheinlich auch die nehmen. Also sämtliche Körperhaare eignen sich grundsätzlich dazu, sie auch auf den Kopf zu pflanzen. Hilft eine Haartransplantation bei krankhaften Haarausfall? Nein, natürlich nicht. Ist eine Haartransplantation in Deutschland besser als eine Haartransplantation im Ausland, zum Beispiel in der Türkei? Also, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass man auch in der Türkei eine richtig gute Haartransplantation machen lassen kann. Ich habe mich nur dagegen entschieden, weil ich dabei nicht so ein gutes Gefühl hatte. Und ich möchte nicht auf einen Dolmetscher angewiesen sein, ich möchte nicht ins Flugzeug steigen, ich möchte einfach in meiner gewohnten Umgebung sein und mit Personal und Ärzten zu tun haben, mit denen ich mich direkt austauschen kann. Und wenn mal was ist, glaube ich, ist es immer einfacher, dann direkt dort wieder hinzugehen und die Kommunikation ist einfach einfacher. Aber natürlich kann man auch im Ausland eine hochwertige Haartransplantation durchführen lassen. Ganz bestimmt. Muss ich Angst vor einer HT haben? Also Haartransplantation. Also, ich hatte natürlich Angst. Und der Moment, wenn die Spritzen in die Kopfhaut gedonnert werden, ist auch kein schöner Moment, den man jeden Tag braucht, aber man kann es aushalten. Und ich sag mal, es war nicht unbedingt eine Angst, sondern es war mehr Respekt. Ich hatte Respekt vor dem Eingriff. Angst würde ich nichts nennen. Und du musst auch keine Angst haben. Wenn du in guten Händen bist, und da sollte auch der Preis nicht das entscheidende Kriterium sein, sondern hör dir verschiedene Ärzte an und geh dorthin, wo dein Bauchgefühl dir sagt, dass du dort gut aufgehoben bist und dann wird schon alles gut gehen. Gibt es eine ideale Jahreszeit für eine Haartransplantation? Also, grundsätzlich kannst du ganzjährig eine Haartransplantation machen lassen. Ich sag mal so, die Institute sind natürlich in den Wintermonaten und im Herbst und im Frühjahr und im speziellen im Winter natürlich krass viel ausgebuchter als jetzt in den Sommermonaten. Und wenn man vielleicht darauf abzielt, einen guten Preis zu bekommen und vielleicht man auch weniger bezahlen möchte, dann geht man natürlich dann hin, und wenn nicht so hoch die Nachfrage ist.
Insofern, man kann sich ganzjährig die Haare transplantieren lassen, aber es ist natürlich die Frage, im Winter ist es wahrscheinlich erträglicher, wenn man sowieso viel zu Hause ist, mehr Netflix und ja, jetzt nicht unbedingt nach Australien in den Urlaub fährt, ist das da wahrscheinlich besser zu ertragen. Aber man hat ja schon Einschränkungen hinsichtlich Sonnenexposition. Ne? Man soll sich ja nicht mit dem neu transplantierten Kopf, also der Kopf ist ja nicht transplantiert, aber die Haare, man soll sich nicht groß in die Sonne legen. Also es ist, glaube ich, erträglicher, das im Winter zu machen und nicht im Hochsommer. Aber kleiner Tipp, wenn du Geld sparen willst, mach es möglich, dass du dir Zeit freischaufelst, die vielleicht nicht jetzt im Herbst, Winter, Frühjahr liegt, sondern vielleicht machst du es auch direkt im Sommer. Wie lange halten die transplantierten Haare? Ja, die einmal transplantierten Haare, die haben ja noch die genetische Information von den Körperhaaren. Hier hinten sind noch die Haare, die noch eigentlich der Körperbehaarung zugeordnet sind. Und hier sind quasi die eigentlichen Kopfhaare. Deswegen fallen die auch nicht aus und die schon. Und wenn die nach hier umverteilt werden, nehmen sie diese Information mit und werden aller Wahrscheinlichkeit nach, und ich gehe felsenfest davon aus, nicht ausfallen. Ich werde schon so leicht heiser, ne? Also sonst spreche ich ja auch so viel, aber weiß ich nicht. Wie lange sollte die Ruhephase nach einer Haartransplantation andauern? Man muss sich Ruhe gönnen. Also die ersten Tage auch, ne, nicht viel umherlaufen, nicht schwer tragen, nicht schwer schleppen, keine vielen Treppen steigen. Einfach sich eine Erholung gönnen. Dann 4 Wochen lang nicht in die Sauna, nicht ins Dampfbad, mindestens 2 Wochen auch keinen Sport, 4 Wochen auch ganz bestimmt nicht in sich in die Sonne gehen und auch danach, sage ich mal, bewusst sich draußen aufhalten, sehr oft auch mal eine Käppi tragen und die direkte Sonneneinstrahlung meiden. Wann kann Mann oder auch Frau nach einer HT wieder Sport machen? Also nochmal im Detail. Laufen kann man so nach ca. 2 Wochen. So Krafttraining und Schwimmen nach 4 Wochen und Fußball, ne, da geht es ein bisschen ruppiger zur Sache, oder Vollkontaktsportarten, sollte man mindestens 6 Wochen Pause machen. Muss man nach einer HT etwas für den Erhalt der bestehenden Haare tun? Unbedingt. Also, wer meint, er lässt seine Haare transplantieren und hätte das Problem damit für immer verbannt, der liegt falsch. Wenn man schon, sage ich mal, die Geheimratsecken sich auffüllen lässt, muss man auch was dafür tun, dass die Haare nicht auf einmal woanders ausfallen. Gerade wenn man nach dem Vater schaut, Großvater oder Urgroßvater, und die hatten auch Haarausfall, dann sollte man auf jeden Fall auch die Areale beackern mit einer zum Beispiel minoxidilhaltigen Lösung, die vom Haarausfall in anderen Generationen bedroht ist. Wie sollte man nach einer Haartransplantation... Also ich werde jetzt immer das Wort HT benutzen und nicht Haartransplantation, okay? Wie sollte man nach einer HT schlafen, bzw. was ist zu beachten? Also, wichtig ist, direkt nach der Haartransplantation sich leicht erhöht lagern, ideal mit einem Nackenröllchen, wo man es auch mit reißt, also reisen, und einfach darauf achten, dass man nicht auf der Seite schläft, einfach weil man den Bereich schützen muss. Das heißt, so als Pi mal Daumenregel, die ersten 3-4 Nächte nur auf den Rücken schlafen, mit einem Nackenröllchen, leicht erhöht. Ja, und danach kann man auch mal wieder auf der Seite schlafen. Aber auf jeden Fall die ersten Nächte gar nicht. Man bekommt auch bei guten Instituten noch so einen Bezug für das Kissen mit, sodass sich dann auch, wenn man mal so zur Seite dann abfällt, sich dann nicht die Haare irgendwo drin verfangen und man sie sich selber ausreißt. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und daran muss man sich offen gestanden auch gewöhnen. Also ich habe auch nicht so viel und so gut geschlafen die ersten Tage nach der HT. So, jetzt sind wir auch mal auf der zweiten Seite angekommen. Also, hier habe ich es nämlich auch nochmal aufgeschrieben. 5 Tage auf dem Rücken, ab dem 6. Tag auf der Seite und nach Tag 10 wieder auf dem Bauch, wenn man Bauchschläfer ist. Darf man direkt nach einer HT eine Mütze tragen? Also, ganz wichtig ist, dass man direkt nach der HT kann man eine Mütze tragen. Man muss sie auch vor Sonne schützen, die Areale, aber nur ganz leicht aufgelegt. Und man sollte halt schauen, dass man, wenn man die abnimmt, sich nicht die Transplantate mit rausreißt. Und so gesehen, erst nach 2 Wochen kann man so wirklich so krass eng sitzende Caps tragen oder so Mützen. Ne? Also nicht zu viel, zu schnell, zu viel wollen. Nicht zu schnell, zu viel wollen. Achtsam sein. Es geht übrigens auf alle Lebensbereiche. Darf man nach einer Haartransplantation Alkohol trinken? Also, es ist so, dass man auch schon vermeiden sollte, wie auch vor der HT, dass man nichts macht, was das Blut verdünnt, weil dadurch sonst die Wundheilung beeinträchtigt wird. Das heißt, so als Pi mal Daumenregel schon so, ja, 1,5-2 Wochen nach der HT auch kein Alkohol trinken. Und auch bitte nicht rauchen. Und keine Aspirin nehmen.
Kann ich nach der HT in die Sonne? Also, nein. Ein bis zu einem Monat nach der Haartransplantation keinen Aufenthalt in der Sonne. Das heißt, wer das im Sommer macht oder in den Wintermonaten dann in die Sonne fahren will nach ein, zwei Wochen, no. Ein No-Go. Wie viele Haartransplantationen werden für ein ideales Ergebnis benötigt? Kommt natürlich immer darauf an, wie ist die Ausgangssituation. Im Allgemeinen kann man sagen, mindestens zwei. Oftmals reicht vielleicht auch schon eine, aber ich glaube, und so war das bei mir auch, wenn man die erste hinter sich hat und sieht, was möglich ist, will man noch einen weiteren Schritt an das ideale Ergebnis und dazu braucht man zwei. Was kann man noch zusätzlich tun, das Ergebnis noch weiter zu maximieren? Es ist ja so, man wird nie das gleiche Ergebnis haben wie bei jemandem, der nie unter Haarausfall gelitten hat. Weil so eng kann man die Haare im Nachhinein gar nicht setzen, weil die ja auch die Nährstoffe brauchen. Aber wenn man jetzt meinetwegen mich jetzt hier nimmt, ne? Und ich hätte gerne, dass es hier dazwischen noch dichter wirkt, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich gehe zu einem Studio und lasse mir die Haare pigmentieren. Das heißt, die Areale, die man dann hier vermeintlich sieht, könnte ich mir noch einzeln quasi mit so Punkt-Tätowierungen nochmal verdichten lassen, also quasi optisch. Das heißt, es sieht dann so aus, wenn man nicht auf die helle Kopfhaut guckt, sondern auf etwas Dunklem, dass das Haar dichter ist. Und offen gestanden, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und haltet mich nicht für bekloppt. Ist die Anzahl an transplantierten Grafts ein Qualitätsmerkmal? Nein. Nein, nein, nein. Oftmals, habe ich vorhin schon gesagt, bei Angeboten in der Türkei wird viel zu oft mit einer hohen Anzahl an Grafts geworben. Abgesehen davon, dass man während der Haartransplantation ja eh nicht sagen kann, wie viel wurde jetzt entnommen und man wird ja auch nicht, weil man gar nicht die Zeit hat, wird man ja auch nicht, sag ich mal, die Haare zählen können, die einem eingesetzt werden. Da hat man so ein bisschen weniger die Kontrolle. Das heißt, wenn jemand sagt, wir haben dir 2000 Grafts gesetzt, du wirst es ja nicht nachvollziehen können. Und man kann ja auch nicht zu viele Haare zu nah aneinander setzen. Das heißt, da ist man ja auch schon reglementiert. Das heißt, an sich kann man nicht sagen, die Transplantation an dem Ort, an dem Institut X, die machen 3000 Grafts und die anderen geben mir nur 1500. Deswegen sind die, die mir für das gleiche Geld 3000 Grafts verpflanzen, sind besser als die für 1500. Das ist eine falsche Rechnung. Also, ne, das liegt vermeintlich, würde man das denken, natürlich mehr Grafts, mehr Haare, besseres Ergebnis. Aber es gibt ja Reglementierung, wie ich erklärt hatte. Das heißt, die Anzahl an Grafts, die dir versprochen werden, sind nicht ein, sag ich mal, das übergeordnete Qualitätskriterium. Das auf jeden Fall nicht. Ist mir trocken im Hals. Haare nach der Haartransplantation abrasieren? Fragezeichen. Also, ich habe ja auch nach der Haartransplantation, ich glaube schon seit nach so 2, 3 Wochen, 4 Wochen, schon ganz vorsichtig mit meinem Rasierer meinen gesamten Kopf rasiert. Weil da kommen ja irgendwann ja auch, also erstmal gibt es ja manchmal diese Shedding-Phase. Das heißt, alle Haare, die transplantiert wurden, fallen irgendwann nochmal aus. Und dann sieht es ja quasi auch beschissen aus. Und es wird auch die Phase kommen in den ersten Monaten, wenn dann so die ersten Babyhaare kommen, sieht ja einfach komisch aus. Deswegen habe ich einfach mich zu einem Radikalszenario entschieden und die Haare immer wieder abrasiert, so bis zum 4., 5. Monat. Dann habe ich angefangen, sie langsam wachsen zu lassen. Aber die Empfehlung vom Arzt wird sein, dass du die ersten Monate deinen Kopf nicht einer Rasur mit einem Rasierer unterziehst, um einfach die neuen Haare zu schonen und die Follikel zu schonen. Also im Idealfall wartest du mindestens 3 Monate. Ich habe es nach 2, 3 Wochen aber schon gemacht. Gibt es Blutergüsse unter den Augen? Das Gute ist, es ist ja keine Nasen-OP. Hatte ich ja auch mal. Und dort hatte ich Blutergüsse unter dem Auge. Ich hatte überhaupt keine Blutergüsse nach meinen Haartransplantationen. Und das droht auch nur, wenn man sich nicht hochlagernd bettet, ja, und wenn man auch das Stirnband nicht trägt. Wenn man das nicht macht und sich dann komplett auf einer Höhe gelagert ins Bett knallt, um zu schlafen, dann kann es natürlich sein, dass das Natriumchlorid, was hier hinten drin ist, um die Nerven auch zu schützen, dass das hier so über die Augen absackt. Und dann kann es schon sein, dass es auch dann zu Blutergüssen halt kommt oder zu, ob das wirklich Blutergüsse sind, weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht halt ein bisschen aus wie Quasimodo, ne? Das kann passieren. Das heißt immer erhöht schlafen und das Haarband lange tragen. Kann man später auch die Haare ganz normal färben oder blondieren? Kannst du, natürlich. Kannst du machen.
ohne Wenn und Aber. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir den Spaß mal gönnen soll, um irgendwann meine Haare zu färben. Aber naja, mal gucken. Muss man für ein Beratungsgespräch bezahlen? Also, allen Ernstes, wenn ein Arzt dir Geld abknöpfen will, weil du dich informieren willst, bei ihm eine Haartransplantation zu machen, dann würde ich ganz schnell wieder rauslaufen und sagen, danke, ich gehe woanders hin. Nee, also um Gottes Willen, wer dafür Geld haben will, der ist auf jeden Fall, nee, vergiss es. Es wird kein Geld nötig sein. Wie viele Haare wurden bei dir verpflanzt? Bei der ersten Haartransplantation wurden mir so circa 1200 Grafts eingesetzt und bei der zweiten, wo das nochmal verdichtet wurde, circa nochmal die Hälfte, so 600, 700 Stück. John hat auch gefragt, wie viele kannst du noch im Topf verpflanzen? Danke John auch für diese Frage. Also man hat ja die Grenze, ja, man hat irgendwann hier hinten nicht mehr genügend Spendermaterial, beziehungsweise kann man irgendwann hier keine Haare mehr rausnehmen, weil sonst hat man irgendwie Löcher. Hier hinten braucht man ja auch Haare. Und mein Arzt hat zu mir gesagt, dass ich noch so circa so 800, 900 Grafts hier hinten noch habe, die man zur Not umverteilen könnte. Und dann, ich habe ja auch Brusthaare, ne, könnte ich noch die Brusthaare nehmen. Das heißt, wenn ich es unbedingt will und noch mehr Haare brauche, dann kann ich sie mir auch nehmen. Noch eine Frage von John. Bin ich mit der Haardichte zufrieden? Ich sagte ja schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und das Thema angeht, wird man dazu noch krass darauf sensibilisiert. Und wenn andere sagen, boah, das sieht schon mega geil aus, denkt man sich dann selber vielleicht, naja, da geht doch noch was. Und so war das bei mir ja auch, sonst hätte ich ja keine zweite HT machen lassen. Aber unterm Strich bin ich, und das hatte ich in dem Video davor schon gesagt, richtig, richtig happy, auch mit der Haardichte. Also für mich, und das ist das, was viele in meinem Umfeld auch sagen, also man sieht ja nicht, dass ich eine hatte. Und seitdem ich auch mal bei anderen drauf achte, wie deren Haarlinie ist, so gibt es ja in den meisten Fällen, gibt es ja gar nicht diese Haarlinie, die dann bis, wo die Haarlinie anfängt, alles so dicht ist, sondern oftmals ist es ja auch so wie bei mir, dass es halt hier ein bisschen weniger stark bewachsen ist und dann wieder zunimmt. Also ich bin mega happy. Wie habe ich die Zukunft meiner Haare geplant? Noch eine Frage vom John, also der war sehr aktiv. Ich weiß nicht, was du damit genau meinst, ob du meinst, dass ich noch weitere Transplantationen vorhabe. Also mein Plan ist ja, ich tue was prophylaktisch mit der minoxidilhaltigen Lösung morgens und abends, damit mir woanders nicht die Haare ausfallen. Wenn es dann trotzdem dazu kommen würde, könnte ich mir auch eine weitere Haartransplantation vorstellen. Ich hoffe aber, dass es dazu nicht kommt. Was ich mir noch, ja, also dann würde ich auch selber sagen, dann habe ich wirklich an einer Klatsche, aber natürlich ist eine Haarpigmentierung eine Option, also insbesondere hinten, wenn ich nochmal hier weitere entnehmen müsste, wo man dann stärker sieht oder krasser sieht, dass ich eine Haartransplantation hatte, würde ich darüber nachdenken, mir hier die zu pigmentieren. Und das würde ich auch tun, wenn ich meine, sie müssten ja auch noch dichter werden. Also eine Haarpigmentierung würde ich auch in Betracht ziehen. Ansonsten, wenn du meinst, was für eine Frisur ich anpeile, ich lasse sie erst nochmal wachsen, ne? Also ich habe schon gesagt in einem Video zuvor, vielleicht ziehe ich auf den Pompadour von David Beckham ab, vielleicht will ich auch mal einen Man-Bun tragen, ich weiß es gar nicht. Und ich finde diesen Luxus auch zu sagen, heute habe ich diese Frisur und ich muss auch heute nicht sagen, wie meine Frisur in 2 Jahren ist, das ist ja genau das, was ich wollte. Ich wollte einfach die Option haben, alles zu machen, aber man muss ja nicht alles machen. Also Dreadlocks werden jetzt nicht kommen, eine Dauerwelle wohl auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich wieder alle Optionen habe und momentan lasse ich noch weiter wachsen. Konnte ich mir aussuchen, wie weit runter meine Haarlinie geht oder wird das individuell ausgemessen? Diese Frage kam von Katie, Katie Motivated, so heißt sie. Vielen Dank für diese Frage erstmal. Also es ist so, ich habe vorher so mir ganz viele Bilder angeguckt von Leuten, die ich cool fand, habe geguckt, wo ist da die Haarlinie und ich habe Fotos auch mitgenommen. Ich habe Fotos mitgenommen, wie ich früher aussah, bevor der Haarausfall kam. Und das habe ich mit dem Arzt diskutiert und der Arzt hat natürlich, wenn er dich sieht und der hat ja schon tausende vor dir behandelt, hat er schon eine Vision, wie für dich die ideale Haarlinie ist. Die hat er bei mir auch eingezeichnet und dann habe ich mir das angeguckt und dann haben wir gemeinsam quasi uns auch in der Mitte somit getroffen. Weil ich hatte natürlich schon gedacht, warum habe ich meine Haarlinie nicht bis hier? Ja, weil ich finde, ich habe eine enorm hohe Stirn. Das Problem ist aber auch, da gibt es wieder halt Grenzen, weil wenn man jetzt seine Stirn runzelt, dann gibt es einen Bereich, wo irgendwann keine Falten mehr liegen. Und der Bereich, wo es Falten gibt, da kann man ihn nicht transplantieren, weil dort die Haare nicht anwachsen würden. Das heißt, ich hätte vielleicht noch maximal vielleicht so 0,2, 0,3 mm weiter runter gehen können. Aber dann ist es ja auch so, dann braucht man wieder mehr Haare
und dann wird es eventuell wieder auffälliger, dass man eine Haartransplantation hatte. Und insofern, ja, man muss nicht das einfach machen, was der Arzt dir dann vorschlägt, sondern du kannst deine eigene Meinung natürlich mit einbringen. Aber es gibt auch schon Grenzen und ich würde auch schon, sage ich mal, auch darauf vertrauen, was die Empfehlung des Arztes ist. Also im Zweifel lieber das machen, was der Arzt dir rät, als deinen Willen mit Kopf durch die Wand so durchboxen und am Ende liegst du heulend im Kopfkissen. Ne? Wie lange dauert es, bis die Rötungen weggehen? Hat Jess Berry gefragt. Vielen Dank auch für diese Frage, ist eine gute Frage. Ich neige tendenziell eh dazu, dass ich, also meine Haut ist mega empfindlich. Wenn ich mir so durchs Gesicht fahre, hätte ich direkt Striemen im Gesicht. Insofern hatte ich monatelang eigentlich Rötungen. Und ich hatte nicht nur Rötungen, sondern man hat hier schon immer so leichte Erhebungen gemerkt oder Schwellungen. Und ab dem Moment, wo ich keine Schwellung mehr gefühlt habe, war auch die Rötung weg. Also insofern würde ich mich schon so darauf einstellen, so die ersten ein, zwei Monate auf jeden Fall Rötungen zu haben. Aber das kann man ja auch abdecken. Also entweder mit einem Concealer, ne, also geht einfach in die Drogerie, lasst euch da empfehlen. Wichtig ist nur, dass ihr den passenden Hautton findet. Oder du kannst auch Puder nehmen, um das dann abzupudern. Das kann man alles machen, da kann man auch nichts mehr kaputt machen. Also Rötungen kann man noch länger haben, aber man kann sie auch abdecken. Und da sollte man jetzt auch nicht irgendwie Scheu haben, einfach mal zum Make-up zu greifen, was Frauen eh immer tun. Wir Männer dürfen das auch. Also einfach rein in die Drogerie oder zum Douglas oder wo auch immer, sich beraten lassen, abdecken, fertig. Problem gelöst. Also vielen Dank, Jess Berry, für diese Frage. Und du hast noch eine zweite gefragt. Muss man sich vor der HT zwingend die Haare rasieren? Hatte ich, glaube ich, vorher auch schon. Das ist eine leichte Doppelung. Kommt darauf an, welche Methode. Bei der FOT-Methode, wo ein Hautlappen rausgenommen wird, muss man sich hinten nicht komplett abrasieren, sondern nur der Bereich, der quasi rausgeschnitten wird. Bei der FOE-Methode muss man es. Stimmt es, dass man blaue Augen von einer Haartransplantation bekommt? Krasse Frage. Also, I don't know. Also, in meinen Beratungsgesprächen war das nie ein Thema. Weil wenn es so gewesen wäre, ist das ja eher kein Risiko, sondern so ein Wunschzustand, obwohl ich mit meinen grünen Augen recht zufrieden bin. Aber blaue Augen wie bei den White Walkers, ne, bei Game of Thrones, hätte ich schon gerne. Ich muss mal, also das interessiert mich jetzt, das werde ich einmal kurz angoogeln. Blaue Augen durch HT. Machen wir lieber mal Haartransplantation. Was kommt da? Also ich sehe geschwollene Gesichter. Nö, also ich weiß nicht, ob die Frage ernst gemeint war. Also ich gehe trotzdem davon aus. Mir ist das nicht bekannt. Ich würde sagen, nein. Du läufst nicht Gefahr, blaue Augen zu bekommen, wenn du dich einer Haartransplantation unterziehst. So. Ey, letzte Frage. Wie hat mein Umfeld reagiert, sprich Familie und Arbeitskollegen? Also ich habe überhaupt keine gemeinen Kommentare bekommen. Ich bin auch sehr offen damit umgegangen. Ich wurde nicht verspottet, sondern ganz im Gegenteil. Viele haben gesagt, boah, cool, dass du das machst. Erzähl mal, wie es geworden ist. Oft kam, ach krass, muss ich meinem Freund auch mal sagen, kann er dich mal anrufen? So war das eher. Also, ne, ich habe überhaupt keine negativen Reaktionen auf meine Haartransplantation. Gut, dass ich bei der letzten Frage bin. Da muss ich kurz aufmachen. Es gab durchweg positive Reaktionen auf meine Haartransplantation und alle haben eher auf die Schulter geklopft und haben gesagt, cool, dass du es hast machen lassen. So, das war meine letzte Frage, beziehungsweise meine letzte Antwort auf die letzte Frage. Insofern freue ich mich über eure Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich vergessen habe zu beantworten, schreibt sie unter das Video. Lasst mir auch einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch erfahrt, wenn ich das nächste Video hochlade. Und an dieser Stelle sage ich einfach nur, abonniert meinen Kanal und wie ich jedes Video beende, so auch dieses, lebt euer Leben, denn wir haben nur das eine, euer Gray. Hallo, Herr Songet, ich bin gerade fertig. Fällt dir noch irgendeine Frage ein zum Thema Haartransplantation? Fällt dir noch spontan was ein? Kann man auch Lymphatransplantieren oder Bartransplantieren? Ah, also, spontan ist gerade noch eine Frage reingekommen. Pascal fragt, kann man auch Barthaare transplantieren? Ja, kann man. Dafür kannst du dann auch theoretisch Haare vom Hinterkopf nehmen. Sackhaare, Rückenhaare, Brusthaare. Wimpern. Also meinst du Augenbrauen oder Wimpern? Augenbrauen kann man auch transplantieren. Wimpern habe ich schon nicht gehört. Habe ich, glaube ich, nicht. Augenbrauen ja. So, insofern war das wirklich die letzte Frage. Bis zum nächsten Mal.